Willkommen zur Version 25 des Straßenbaumoduls CATWalk 2DR. In diesem Video schauen wir uns kurz die wichtigsten Neuigkeiten im Modul an. Natürlich findet man unter Hilfe Neuigkeiten die Release Notes. Hier findet man zum Straßenbau alle wichtigen Neuigkeiten im Detail beschrieben. Die erste Neuigkeit im 2DR ist, dass wir in der 25 ein ZIP-Format haben. Der Vorteil liegt hier auf der Hand. Einmal verringert sich die Dateigröße, wie wir an diesem Beispiel sehen. Und zum anderen geht das Speichern um einiges schneller. Dann ebenfalls angepasst wurde das Verschieben und Kopieren-Menü. Wenn ich auf Verschieben gehe, haben wir neu die Auswahl in anderen Layer. Anderes Tere, andere Variante. Ich gehe als Beispiel auf Variante und hier werden dann meine Varianten aufgelistet. Jetzt in diesem Fall haben wir gerade nur eine Variante. Wir können diese auf- und zuklappen und so Elemente verschieben. Das geht natürlich auch mit Kopieren. Hier haben wir ebenfalls in anderen Layer, andere Tere, andere Variante. Und hier haben wir die Layer als Beispiel. Dann ebenfalls hat sich geändert die F-Tasten. Die F-Tasten kann man unter Hilfe Funktionstasten ebenfalls ein PDF aufrufen zur Übersicht. Hier sind die nochmals aufgelistet. Hier hat sich hauptsächlich geändert, dass man neu mit der Taste F1 zur Situation springt, F2 Längsprofil und F3 die entsprechenden Querprofile. Eine weitere Änderung haben wir hier in der Toolbar, nämlich der Tere-Button. Dieser ist ab neu immer sichtbar. Zuvor war der erst ab 2 Layer sichtbar, ab 2 Tere-Layer. Und jetzt sieht man ihn immer. Man kann mit einem Linksklick das Tere-Menü links ein- und ausblenden. Ansonsten müsste man das über Fenster Tere machen. Hier können wir dann mit Rechtsklick hinzufügen, weitere Tere-Layer hinzufügen und früher, wo man über den Tere-Button das aktive Tere ausgewählt hat für die Berechnungen, wählt man das jetzt direkt in diesem Menü aus, in diesem Layer-Menü für das Tere. Hier lassen sich natürlich auch Tere-Layer ein- und ausblenden, respektive sperren oder umbenennen. Nicht nur bei den Tere-Layer hat sich ein wenig am Layout etwas verändert. Wir haben jetzt hier die drei Fenster offen, Layer, Tere und Variante, die sich allerdings über das Fenstermenü öffnen lassen oder aber, wenn ich auf Layer gehe, auf den Namen, Layernamen, wird das Layerfenster ausgeblendet, wie eben gesehen das Tere-Fenster auf Tere und wenn wir auf den Variantennamen links oben klicken, dann wird die Variante ein- und ausgeblendet. Wir sehen, wir haben hier alle 2D-Layer, 1 bis 999 im Layerfenster. Wir haben dann das Tere-Fenster. Das ist jetzt nicht mehr auf 7 Tere-Layer begrenzt, sondern neu auf 200 Tere-Layer. Also wir haben hier einige mehr, die wir hier einfach weiter mit Rechtsklick erstellen können. Und wir sehen neu auch, dass die Tere-Layer ab 1 durchnummeriert sind. Also wir haben hier nicht mehr ab 1001, 1002, 1003 und so weiter, sondern eine ganz normale, einfache Durchnummerierung. Dasselbe bei den Varianten. Hier im Variantenfenster haben wir Variante 1, 2, 3, 4 und so weiter. Diese können wir aufklappen und hier sehen wir dann horizontale Achse, die vertikale als Längsprofil und die Querprofile. Wie sieht das mit den Layern aus? Bei den Layern bleibt das Ganze gleich. Das heißt, auch hier haben wir noch Tere-Layer 1001 bis 1007. Wir haben danach unsere Varianten. Die Varianten wurden ebenfalls erhöht, nämlich sind es neu 199 Varianten statt 99 Varianten. Diese wurden einfach dran angehängt. Wir sehen, das sind alles verschiedene Varianten. Und die gehen dann bis 2990. Ab den Layer 3000 haben wir dann die weiteren Tere-Layer angehängt, also ab 3008. Haben wir hier Tere 8, 9, 10 und so weiter.
Das heißt, wir haben im Layer-Fenster diese Übersicht über die ganzen Layer, während die drei Fenster auf der linken Seite ein bisschen optimiert, vereinfacht wurden in der Handhabung. Sprich, man hat dann nicht mehr die Layer-Nummer, wo man dann erstmal überlegen muss, was ist das genau für eine Variante, Längsprofil oder was auch immer, sondern man sieht genau schön, Variante 4, das ist mein Längsprofil, meine vertikale Achse und hat so eine einfache Handhabung. Wenn wir rechts oben schauen, auch da haben wir das angepasst. Wenn ich einen Terra-Layer aktiviere, dann steht jetzt hier nicht mehr 1005 als Layer-Nummer, sondern Terra 5 und T5, also einmal der Name und T5 als Terra 5. Bei den Layern bleibt alles ganz normal. Und wenn ich eine Variante aktiviere, haben wir dann hier 4.1 für Variante 4 und die Nummer 1 für Achse horizontal. Das Beispiel hier machen wir das Längsprofil an und es steht 4.2. Als nächstes schauen wir uns den Tastenkürzel 3 respektive Ctrl 3 an. Das ist sehr nützlich, wenn man das 3D-Modell anschauen möchte, während man Änderungen vornimmt. Wir haben links oben den Button 3D. Damit geht LexoView auf und das 3D-Modell. Und damit man nicht nach jeder Änderung erneut dann wieder auf 3D klicken muss, kann man hier auf den gewünschten Bereich hinzoomen, drückt die Taste 3 und lediglich der Bildschirmausschnitt wird berechnet. Man muss oder respektive es geht auch nicht mehr das LexoView-Fenster erneut auf, sondern wir klicken in unser bestehendes File und es aktualisiert diesen Bereich. Das ist ideal, wenn man mit zwei PC-Bildschirmen arbeitet, so hat man auf einem Bildschirm Catwalk 2D offen und auf dem zweiten das 3D-Modell. Eine weitere nützliche Tastenkombination ist, wenn man die Control-Taste hält, während man die Taste 3 drückt. So wird hier das Modell gerechnet, die Triangulation, aber sie wird am Schluss nicht direkt wieder entfernt, sondern wir können sie anschauen, können überprüfen, ob zum Beispiel hier im Anschlussbereich alles richtig trianguliert wird. Wir können hier Ecken auswählen und haben hier direkt die Z-Höhen, können das also so überprüfen, ob das 2D auch alles richtig rechnet. Mit einem weiteren Klick auf Ctrl 3 wird dann diese Triangulation auch wieder gelöscht. Das aktualisiert natürlich auch wieder das 3D-Modell. Eine weitere sehr nützliche Funktion wurde bei Terra-Punkte und Absteckungspunkte hinzugefügt. Wir haben hier Terra-Punkte. Aktuell sehen wir, wird lediglich die Nummer angezeigt. Über Ansicht können wir ja bei Terra-Punkte hinten auf die drei Punkte weitere Informationen einblenden, zum Beispiel die Höhe oder die Koordinaten, haben aber dann das Problem, dass die ganzen Punkte in einer einzelnen Zeile angezeigt werden, was zum Teil ein bisschen unübersichtlich ist, auch wenn wir das kleiner machen würden. Wir können ansonsten über Ansicht neu hier bei den drei Punkten unter Terra-Punkte die Funktion mehrere Texte verwenden, dann wird das Ganze übereinander dargestellt. Das geht auch bei Absteckungspunkten, auch hier bei den weiteren Optionen unter Ansicht ist es möglich, hier das Ganze übereinander anzuschreiben. Eine weitere Verbesserung wurde bei der Linie 3D vorgenommen, respektive auch bei den Flächen 3D. Hier geht es nun sehr einfach über Modifizieren, Höhe, direkt die Linie auf das Terra zu berechnen, respektive auf das Projekt oder aber sie darauf zu legen. Der Unterschied hierbei ist, dass wenn wir die Höhe auf das Terra oder Projekt berechnen, die einzelnen Höhen der Linie 3D auf das Terra oder Projekt gesetzt werden, während aber bei der anderen Funktion auf das Terra liegen, respektive Projekt liegen, weitere Punkte an den Kanten der Dreiecksvermarschung hinzugefügt werden, sprich die Linie 3D folgt dem Terra, auch wenn zwischen einer Gerade zum Beispiel das Terra hoch und runter geht. Das kann man sehr gut kombinieren, wenn man zum Beispiel das Ganze danach verschieben gemäß Z-Achse, vielleicht 1,50 m unter das Terra setzen möchte, um so Werkleitungen oder anderes darzustellen. Es gibt auch bei der Linie 3D weitere Funktionen, zum Beispiel einen Durchmesser zu setzen, das weiter in den Querprofilen zu beschriften, vor allem auch, weil dann die 3D-Linie mit einem Durchmesser als 3D-Körper ins Lexocad exportiert werden kann, was dann ganz nützlich ist, wenn zum Beispiel in einem BIM-IFC-Projekt
die ganzen Leitungen als 3D-Objekte benötigt werden. Nun kommen wir zum Baugrundmodul. Im Baugrundmodul haben wir ebenfalls einige Neuerungen. So können wir zum Beispiel über Hinzufügen, Baugrube, direkt unsere Schnittbaugruben hinzufügen. Das machen wir jetzt hier über zwei Punkte. Können einen Namen eingeben und können direkt weitermachen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir eine bestehende Linie direkt über Modifizieren und dann hier unter Schnittbaugrube. Wir sehen auch die Bruchkantebaugrube, kann man hier direkt auswählen. Wieder einen Namen geben und sehen nun, dass die Linie direkt eine Schnittbaugrube 3D ist. Auch über Ctrl-A, M lassen diese sich direkt als Linientyp aktivieren. Nun können wir ganz normal unseren Lexocad-Export machen. Dann verschneiden wir die Baugrube. Und können im 2D-Layer unterberechnen, importieren Grundriss und importieren Schnitte, unsere Schnitte wieder hinzufügen. Neu haben wir auch die Möglichkeit unter Berechnen, importieren Terre 2DL. Das können wir dann hier direkt in ein Terre-Layer hinzufügen. Was hier das Besondere ist, dass wir jetzt hier die Dreiecksvermaschung von unserem Terre haben, inklusive Baugrube. Und das können wir dann Richtung 2D respektive DXF-DWG exportieren für die Baumaschinenansteuerung. Wir springen nochmals in Lexocad rein. Auch hier gibt es neue Funktionen. Zum Beispiel haben wir hier in der Toolbar neu die Möglichkeit, unter Baugrube einige Baugrubenelemente hinzuzufügen. Das haben wir hier zum Beispiel Anker, die man hinzufügen kann. Die haben dann hier unter Modifizieren direkt die Möglichkeit, die Länge einzugeben, Injektionsradius etc., Farben und auch den Winkel. Es gibt einzelne Elemente, die man über Drag and Drop hinzufügen kann. Andere kann man über eine Linie direkt hinzufügen. Und dann haben wir direkt mehrere Elemente. Und können so direkt eine ganze Reihe festlegen. Da gibt es noch weitere Möglichkeiten für Spundwände, Bohrpfahlwände und Rüllwände. Eine weitere Funktion, die wir bei der Baugrube haben, sehen wir jetzt hier. Wir haben hier zwei Terre, ein Projekt, ein Bestand, hier ein Schnittbuch. Da sehen wir, wir haben Aushub wie auch Aufschüttung. Das haben wir in Lexocad exportiert, sehen hier nochmal das Ganze in 3D, also das Projekt und grün Bestand. Nun können wir hier unser Projekt nehmen und haben unten rechts die Funktion, ein Volumen zu erstellen. Wir machen das einmal nach oben und nach unten. Nach oben, das wäre dann unser Aushub, färben wir das kurz braun ein, damit wir das gleich besser sehen, und die Aufschüttung gelb. Wir wählen dann ein Volumen aus, gehen in der Toolbar oben auf die Schneidenfunktion. Hier können wir dann das Volumen schneiden, müssen nur noch die Taste M drücken, damit wir das ganze Terre auswählen. Jetzt wird das Volumen geschnitten, den unteren Teil können wir wegschneiden, weglöschen, meine ich. Das gleiche machen wir nochmal, gehen nochmal auf Schneiden, drücken die Taste M, wählen das Terre aus und wir können auch hier den oberen Teil weglöschen. Was übrig bleibt, also wir blenden hier mal das Projekt aus und das Terre können wir gleich ausblenden. Wir sehen, wir haben jetzt hier die Restvolumen. Einmal alles an Aufschüttungen, sprich was unterhalb vom Projekt bis zum Terre ist, und alles, was oberhalb vom Projekt bis zum Terre ist, den Aushub. Wir können das ausblenden, können hier die Volumen anwählen, haben rechts unten direkt das Volumen, können aber auch mit Ctrl-A-C gleich mehrere von derselben Farbe auswählen und über das Toolbar-Funktion messen, die Volumen der aktiven Körper auswählen. Dann eine ähnliche Funktion,
Die wenden wir aber ja an, wenn wir sehr komplexere, größere Dreiecksformationen haben. Wie jetzt hier zum Beispiel haben wir zwei Aufnahmen von einem Abtrag an einem Hang, einmal vorher, einmal nachher. Und hier wählen wir eine Vermaschung aus, haben dann hier in der Toolbar die Funktion CV, Create Volume Until, wählen dann hier die andere Vermaschung aus. Wir sehen, wir können hier einen Raster definieren. Hier jetzt einen Meterraster. Wir machen hier vielleicht mal einen halben Meter. Sehen, das gibt dann doch schon einige Punkte mehr. Gehen auf OK. Und haben dann hier die Möglichkeit, oder respektive haben hier dann direkt das Volumen dazwischen. Wir sehen hier rechts unten die Kubik und hier in Transparenz unser Volumen. Diese Funktion geht auch noch bei komplexeren Dreiecksformationen. Hier von einer Drohnenaufnahme eine Deponie mit knapp 500.000 Dreiecken. Hier möchten wir jetzt zum Beispiel einen Deckel draufsetzen. Das geht natürlich auch umgekehrt. Also wenn wir zum Beispiel irgendeine Aufschüttung haben, können wir eigentlich sozusagen einen Boden setzen und dann auch das Volumen berechnen. Hier jetzt einfach das Volumen zwischen Deckel und Aushub. Diese Fläche stelle ich mit der Taste FM, also Fläche Mesh. Wir sehen, wir halten jetzt hier diesen Deckel. Man kann natürlich auch eine ganz horizontale Fläche setzen, die auf die gewünschte Höhe. Und dann benutzen wir wieder diese CV-Funktion, Create Volume. Können hier ein Raster definieren. Ich bleibe direkt beim Meter, blende den Deckel aus und wir sehen, wir halten jetzt hier unsere gefüllte Baugrube respektive Deponie und sehen hier rechts unten wieder unser Volumen, 182.000 Kubik in diesem Fall. Können natürlich auch diesen Körper weiter verschneiden, wenn es jetzt zum Beispiel verschiedene Schichten geben würde. Das wäre dann auch schon die ganze Release Notes von 2DR respektive dem Baugrubenzusatzmodul. Natürlich unter Hilfe. Neuigkeiten findet man alles nochmal im Detail beschrieben. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn wir Sie zu unseren Update-Kursen zur Version 26 im Frühjahr, respektive Frühling 2019 empfangen dürfen.